Die IHK hat alle bayerischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl interviewt. Martin Hebner führt die AfD im Wahlkampf an. Wir haben mit ihm über seine Ziele und die Wirtschaftspolitik der AfD gesprochen. Dieser Flughafen steht als Sinnbild für Infrastruktur, übrigens für gelungene Infrastruktur. Die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur ist eine der elementarsten Dinge für Industrieunternehmen. Und dafür steht auch der Flughafen. Bei dieser Bundestagswahl ist es eine entscheidende Wahl. Eine entscheidende Wahl ist A, die Leistung der bisherigen Bundesregierung zu würdigen. Und da muss man ganz klar sagen, wir haben es hier im Laufe der letzten Legislaturperiode mit massiven auch Gesetzesbrüchen zu tun gehabt. Gesetzesbrüche heißt sprich Ignorieren von geltendem Recht, sei es nur im Rahmen der Euro-Rettung, Maastricht-Verträge, oder sei es nur im Rahmen der, auch der Zuwanderung, Flüchtlingspolitik, was Schengen wie auch Dublin-Abkommen, aber auch in dem Falle Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes anbelangt. Und das ist eine enorme Wichtigkeit, das A entsprechend zu auch würdigen und B auch in dem Falle, wenn solche Gesetzesbrüche erfolgten, auch zu sehen, dass wir in einer künftigen Bundesregierung sowas nicht nochmals erleben. Volkswirtschaftliche Thematik ist natürlich ganz klar der primäre Part Euro. Hier die weitere, in dem Falle Schuldenunion, die wir eingehen, sei es nur eingehen in Hilfspaketen, sei es in Rettungsschirmen, sei es nur aber auch über Tage 2, wo wir enorme volkswirtschaftliche Lasten auf unsere Kosten in dem Falle übernehmen. Die Bilanz der Deutschen Bundesbank mit über 58 Milliarden Euro Belastung über Tage 2 ist katastrophal, muss beendet werden. Es muss hier ein sinnvoller Korrekturkurswechsel erfolgen. Die AfD ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Wir sind die Partei, die die Einhaltung auch von Rechten, von Recht, Gesetz, also es achten und auch beachten. Wir sind die Partei, die auch Stabilität im Lande mit gewährleistet.